Die Faszination des Wunderbaren sei heute nicht mehr da. So sagt es diese Woche bei einem Symposium in Fallendar Walter Kardinal Kasper. Wo einmal Transzendenz war, Transzendenz in eine andere, wunderbare, göttliche Welt, sei jetzt nur, so wie er sich ausdrückt, das große Gähnen. Viele versuchten dem großen Gähnen, sprich der Langeweile, zu entfliehen, durch Drogen und Sex, durch immer neue Events und Kicks. Es gäbe jedoch, so Kasper, mehr Menschen, als wir denken, die innerlich auf der Suche seien nach heiligen Orten, Zeiten und Zeichen, in denen mitten in der Welt etwas aufleuchte, das über alles Weltliche erhaben sei. Es gelte, immer noch Kaspar, das Christsein sakramental neu zu buchstabieren, um heilige Orten, Zeiten und Zeichen gleichsam als Ikonen zu verstehen, die etwas vom Heiligen vergegenwärtigen. Wir dürfen, so sein Fazit, deshalb die Liturgie nicht entsakralisieren und sie der Erhabenheit und des Faszinosums des Heiligen in seiner bestrickenden Schönheit berauben. Was der Kardinal, liebe Schwestern und Brüder, für die Liturgie sagt und für die Suche des Menschen, gilt das nicht noch in einem viel konzentrierteren Sinne vom Menschen selbst, den die Kirche braucht? Wenn wir heute davon sprechen, dass sie gottgeweihte Menschen braucht. Das heißt doch Ikonen des Faszinosums, Ikonen von dem, was in eine andere Welt hineinragt. Ikonen einer Radikalität, die auf nichts anderes setzen, als auf das, was Jesus sagt. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, nichts anderes. Solche Existenzen sind bei uns selten geworden. Aber wir brauchen sie, Menschen, die mit ihrer ganzen Existenz, nicht nur teilweise, es mag auch seine Berechtigung haben, aber solche, die mit der ganzen Existenz auf Gott hinweisen, für Gott einstehen und das heißt alles auf eine Karte setzen. Wir haben teilweise schon darüber nachgedacht. Menschen, die in Armut leben. Menschen, die radikal beten. Solche, die gehorsam sind und die voller Hingabe und ganz den Zölibat leben. Ich lese Ihnen etwas vor von Hans-Urs von Balthasar. Erste Überschrift: Zölibat. Der Einwand gegen den Zölibat des katholischen Priesters ist, dass er schwierig durchzuhalten sei. Immer von Neuem hat der geistige Entschluss, in den rebellischen Körper abzusteigen und sich neu zu inkarnieren. Tag für Tag und Jahr für Jahr muss sich die Entscheidung zu Christus, dem Jungfräulichen, zur ebenfalls jungfräulichen und deshalb mütterlichen Kirche, als stärker erweisen, denn die plausibelsten Einwände des sinnlich verfassten Menschen. Wahrlich eine Nachfolge Christi im Akt der Inkarnation. Und das Gesetzhafte daran, dass man diesen Entschluss zur Nachfolge ähnlich unwiderruflich machen durfte, wie der Entschluss des Sohnes zur Inkarnation, zur Menschwerdung unwiderruflich bleibt. Zweite Überschrift von Balthasar: Ordensgelübde. Warum christliche Armut liegt lieber mit der eigenen Fantasie leben, als so kleinlich und infantil Rechenschaft abzulegen über jeden Cent, den man ausgibt? Antwort: Weil der Cent mir schon gar nicht mehr gehört. Warum den Gehorsam nicht großzügiger verstehen als pneumatischen Gehorsam an die jeweilige unkontrollierbare Situation, in der Gott mich einfordert, statt einem anderen Menschen zu folgen, der meine Situation vielleicht gar nicht kennt,
der die Zeichen der Zeit nicht zu lesen versteht, der mich irgendwohin versetzt, wo ich meine besten Gottesgaben nicht entfalten kann. Und müsste Jungfräulichkeit sich nicht auch aufgeben können, wenn vielleicht die tiefere Selbsthingabe sich in einer ehelichen Situation anbieten würde? Wozu Selbstbewahrung um jeden Preis? Antwort nochmals: Weil ich meinen Geist und mein Fleisch auf den Altar gelebt habe und beide dort brennen und ich kein Recht habe, sie aus dem Feuer zu ziehen. Ihr merkt schon, liebe Schwestern und Brüder, dass im Nachdenken hierüber ganz andere Kategorien ins Spiel kommen, als wir sie oft genug diskutieren. Und noch einmal gesagt, wohlmeinend diskutieren. Wir meinen es ja wirklich gut. Viele meinen es gut, wenn sie überlegen, was denn die Kirche braucht, was jetzt notwendig sei, was man vielleicht auch ändern muss. Viele, viele wohlmeinende Gedanken und Ratschläge. Aber hier geht es um das Entscheidende. Hier geht es um Ganzhingabe und nicht um etwas Partielles. Es geht um etwas, das uns entzogen ist, das uns schon gar nicht mehr gehört, weil wir es schon gegeben haben. Man stelle sich eine ganz einfache Situation vor. Sie waren gestern bei einem Geburtstag. Sie haben ein großes Geschenk vorbeigebracht und wirklich haben das freudig gegeben. Und nächste Woche klingeln Sie und hätten gern was davon zurück. Sie würden sich schämen bis ans Ende Ihrer Tage. Zu Recht. Das ist unmöglich. Das würde eigentlich so schnell niemand tun. Nach dem Motto, ups, es war ein bisschen überproportioniert. Tut mir leid, ich habe zu viel geschenkt. Ich möchte es halb wieder haben. Wie würde das wirken? Und das Gott gegenüber. Wir merken, wir rühren an etwas, das wir mit dem Wort, gerade bei der Ganzhingabe, beim gottgeweihten Leben, das mit Berufung zu tun hat. Und ich werde das heute noch zweimal beleuchten. Wir benutzen dieses Wort inflationär inzwischen. Wir trauen uns nicht mehr, von der besonderen Berufung zu sprechen, die man eben braucht zur Ganzhingabe. Es ist etwas anderes, ob ich zum Bäcker berufen bin oder zum Mönch berufen bin. Es ist etwas anderes. Aber wir schämen uns dessen geradezu, weil wir sagen, ach ja, das ist ja vielleicht doch nicht so besonders. Und besonders hören wir gleich mit unseren gründlichen deutschen Ohren, besser. Davon ist keine Rede. Davon ist noch, eine Wertung findet doch nicht statt, sondern nur das Besondere. Diese inflationäre Verwendung dieses Wortes hat etwas Enttarnendes. Ich fand in dem Priesterbuch von Andreas Wollbold folgendes Beispiel. Er schreibt: Ein Kaplan geht 2 Jahre nach seiner Weihe eine Beziehung ein und verlässt das Amt. Im Pfarrbrief verabschiedet er sich von der Gemeinde mit den Worten, Zitat, ich bin aus Überzeugung Priester geworden und war es auch mit ganzem Herzen. Nun habe ich aber entdeckt, dass in meinem Herzen noch eine Leerstelle blieb. Leer mit 2 E. Gott hat mir gezeigt, wer dorthin gehört. Du führst mich hinaus ins Weite, Gott macht meine Finsternis hell. So bin ich gewiss, dass Gott selbst mich nach wichtigen Jahren als Kaplan nun auf meinem Weg weiterführt. Manche von ihnen sind mir ans Herz gewachsen. Ich würde mich freuen, wenn wir auch weiterhin in Verbindung bleiben könnten. Zitat Ende. Wollbold schreibt dazu: Offensichtlich versteht der Verfasser dieser Zeilen unter Berufung lediglich das, was er gerade empfindet. Dem folgt er ohne Skrupel, auch wenn er damit seine bereits getroffene Lebensentscheidung umwirft. Am Ende setzt er sich sogar an die Stelle Gottes und Berufung wird für ihn bloß zur Chiffre für seine eigenen Wünsche und Vorstellungen. Hier stellt sich die Frage nach der Gnadenzusage Gottes in der Weihe oder in einem Ordensgelübde. Inwiefern gilt das Wort, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch die Kraft dazu? Warum ziehen Weihe oder Gelübde die Verpflichtung nach sich, auf alle Fälle? Dem Versprochenen treu zu bleiben. Wir sind in der Ausführung von Balthasar schon daran gerührt.
Und noch ein zweites Beispiel für unsere Unklarheit der Sprache. Wir sprechen bei diesem neuralgischen Punkt, deshalb bleibe ich heute Abend ein bisschen bei dem, Zölibat. Ein anderes Wort dafür hat sich eingebürgert seit einigen Jahrzehnten. Und es ist ein sehr unklares Wort. Es heißt Ehelosigkeit. Was heißt das eigentlich, ehelos? Das scheint sehr eindeutig zu sein. Heißt das im Umkehrschluss, ehelos okay, eheliche Bindung geht nicht. Aber für Mönche, Nonnen und Priester ist außer der ehelichen Bindung alles erlaubt. Also alles, was es da so noch gibt, das muss ich Ihnen nicht erklären, Ihre Fantasie wird dazu reichen. Das ist ein sehr unscharfer und eigentlich vollkommen unzutreffender Begriff. Balthasar hat den Begriff der Jungfräulichkeit benutzt. Der scheint uns oft antiquiert und trifft doch sehr viel. Ich nenne einen anderen Begriff, der da früher stand und der es viel besser sagt. Keuschheit. Keuschheit gelobt man in den evangelischen Räten. Keuschheit gelobt der Priester bei seiner Diakonenweihe und bei seiner Priesterweihe. Und nichts anderes. Dieses Wort hat sich eingeschlichen mit einer unscharfen Übersetzung, nämlich von Matthäus 19,12. Da steht dann, in der Einheitsübersetzung lesen wir, dass Jesus sagt, es gibt Ehelose von Geburt an. Das ist insofern schon eine unsinnige Übersetzung, als von uns niemand verheiratet auf die Erde kommt, nehme ich mal zumindest an. Also von Geburt an sind wir alle ehelos. Oder? Einige, so kommt dann der dritte Teil dieses Spruches, haben sich selber, Einheitsübersetzung, ehelos oder zur Ehe unfähig gemacht, um des Himmelreiches willen. Dort steht aber nicht ehelos. Dort steht ein Schimpfwort der Antike. Ein Wort, das man Jesus möglicherweise selber an den Kopf geworfen hat, weil er als Rabbi, wie er sich nennen ließ, unverheiratet war. Vollkommen ungewöhnlich in dieser Zeit. Es gibt nur ein antikes Beispiel, wo das noch der Fall war, im Judentum. Also Jesus ist einer, der nicht heiratet. Jesus ist einer, der keine Kinder zeugt, der keusch lebt. Und so einen nennt man verächtlich du Eunuch. Du bist doch gar kein ganzer Mann. Du bist ein Schlappschwanz. So würden wir das heute nennen. Jesus nimmt dieses Wort auf, dieses Schimpfwort, und sagt, ja, es gibt Eunuchen um des Himmelreiches willen. Solche, die diese Lebensweise bewusst wählen, die alles das, was damit verbunden ist, die Leiblichkeit, Sexualität zum Geschenk machen, zum Geschenk für Gott. Jesus das selber vorzuhalten, dass er keusch lebt. Paulus, dass er keusch lebt. Ist das nicht schon Beispiel genug? Wir sprechen dann immer wieder in einer Diskussion, ich bekam heute noch einen Text zum Korrekturlesen, davon, dass Ehelosigkeit ein Charisma sei. Gewiss, davon spricht Paulus. Aber was ist ein Charisma, eine Gnadengabe? Wie findet man die? Im Kühlschrank oder morgens schlägt man die Bette zurück und denkt, huch, jetzt habe ich ein Charisma? Charismen, liebe Schwestern und Brüder, entwickeln sich. Charismen sind in Anlagen da, aber man muss sie kultivieren. Charismen, die Anlagen, die der Gottesgeist anregt, man kann die verkümmern lassen. Heißt aber umgekehrt auch, dass man ihnen die Möglichkeit geben kann, sich zu entwickeln. Sexualitätsverzicht kann man lernen. Man muss ihn lernen. Das kommt nicht von selber. Wie oft wird dieses Thema, bis auf den heutigen Tag, in den Priesterseminarien und Noviziaten der Klöster beschwiegen? Ich sage nicht verschwiegen. Es wird beschwiegen. Und es eignet sich nicht, ich habe das selber hier in der Ausbildung erlebt, für Austauschrunden in der größeren Gruppe. Nein, danke. Entweder so frei wäre ich zu sagen, lügen dort alle, oder man tanzt um den heißen Brei herum. Es ist ein Thema für die geistliche Begleitung und die Beichte und für den Novizenmeister. Aber da muss es hin, und zwar regelmäßig, weil es uns betrifft. Niemand, der ins Kloster geht und der Priester wird,
verwahrt seine Sexualität im Schließfach und gibt sie an der Pforte ab und sagt, wenn ich sie bei Gelegenheit brauche, hole ich sie wieder ab. Nummernfahrer in der Schweiz irgendwo. Sie gehört zu uns. Charismen muss man erlernen dürfen. Charismen muss man einüben. Hören wir zu diesem Thema einen sehr erfahrenen geistlichen Lehrer. Der sagt, es gehört eine beachtliche Tugend dazu, die Langsamkeit zu akzeptieren, die Langsamkeit, mit der der Prozess des Keuschwerdens vorangeht und auch mit den offenkundigen Schwächen zu leben und den Schmerz auszuhalten angesichts des Abstandes zwischen gelebten Idealen, geliebten Idealen und dem tatsächlichen Verhalten. Die Gefährdung der Keuschheit ist eine stete Erinnerung an die Ungewissheit unseres Durchhaltevermögens in dem Leben, zu dem wir gerufen worden sind, und eine wirksame Motivation für das Gebet. Gerade weil viele Leute, viele Ordensleute, auch Priester, hochbegabt sind, dient das Ausbleiben greifbarer Fortschritte auf dem Gebiet der Keuschheit als Erinnerung, dass nicht alles von Begabung und Kraftaufwand abhängt. Manche Dinge bekommt man nach dem Gebet nur geschenkt. Und dann erinnert er uns etwas, woran wir eben schon gerührt haben. Keuschheit ergibt außerhalb des Glaubens an das versprochene ewige Leben und an die Echtheit unserer Berufung als Weg zu diesem Leben keinerlei Sinn. Und wir sollten uns fragen, wenn wir sehr schnell dabei sind, heute zu sagen, ja, der Zölibat, das ist irgendwann im Mittelalter eingeführt, das sollen wir heute abschaffen. Das ist eine Infragestellung des großen Bogens, der sich in einem solchen Versprechen spannt. Wo spannen wir den denn noch ins ewige Leben? Wo begegnen wir denn heute noch einem in der Kirche, der sagt, ich lebe so und setze alles auf diese Karte, wenn es das ewige Leben nicht gibt, ist mein Leben von vorn bis Z Quatsch, Unsinn. Es ist umsonst gelebt. Vollkommen weggeschmissen, alles. Jeden Tag neu. Wo begegnen wir dem? In einem Zölibatären begegnen wir diesem, wenn es aufrecht zugeht. In den Ordensgelübden begegnen wir diesem großen Bogen. Aber es gibt Schwierigkeiten, keine Frage. Wie viele Menschen, so dieser Lehrer wieder, helfen sich bei ihren Diätversuchen, indem sie auf die Waage springen und den Gewichtsverlust überprüfen? Jeder Erfolg motiviert sie, mit der Diät weiterzumachen. Bei der Keuschheit gibt es das nicht. Wir können unseren Fortschritt nicht messen, noch können wir uns große Selbstzufriedenheit leisten. Und unsere Kultur macht es uns nicht leicht, bei der Sache zu bleiben. Die Hoffnung, die Keuschheit lebbar macht, ist nicht einfach eine Sache des Wartens, ohne jedes Anzeichen dafür, dass sich die Situation verbessern wird. Die Hoffnung ist vielmehr wie eine gespannte Erwartung auf das, was sicher eintritt, wie das Ende des Winters und das Kommen besserer Tage. Wenn es kein zukünftiges Leben gibt, dann verliert dieses Leben der Keuschheit vollkommen seine Bedeutung. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Die Bemühungen, keusch zu werden, sind ein Weg, um die rein geistigen Tugenden Glaube und Hoffnung in die Praxis umzusetzen. Und diese Bemühungen können ein sehr ernsthafter Ausdruck der Liebe werden, die uns an Gott und an andere Menschen bindet. Dass wir sexuelle Zurückhaltung üben, geschieht nicht zu unserem eigenen Vorteil. Es geschieht, weil das Reich Gottes in uns wirkt. Und um des Himmelreiches willen nehmen wir das Ringen mit dieser Aufgabe auf uns. In gewisser Weise ist die Erfahrung der Keuschheit die eines Hängens zwischen Himmel und Erde. Da wir uns von den Freuden der Erde gelöst, die Freuden des Himmels jedoch noch nicht erreicht haben. Und dann weist er zum Abschluss seiner Ausführungen hin auf einen Herrn namens Zeib, Siepe geschrieben.
Der hat eine der größten Untersuchungen in den USA gemacht zu Sexualität und Zölibat. Unglaublich viele Befragungen, eigentlich die einzig größere belastbare Studie, die es lange Zeit gab. Psychotherapeut. Und er sagt am Ende seiner Studie Folgendes. In 35-jähriger Forschung zum religiösen Zölibat habe ich nie eine Ausnahme zu folgender fundamentalen Regel gefunden. Für die Aufrechterhaltung des zölibatären Prozesses ist das Gebet notwendig. Ein nachlässiges Gebetsleben garantiert das Versagen zölibatärer Integration. Unabhängig davon, an welchem Punkt innerhalb oder außerhalb des zölibatären Prozesses Sie sich befinden, wenn Sie wirklich keusch sein wollen, können Sie heute damit beginnen, indem Sie beten. Ohne Gebet ist zölibatäre Keuschheit hoffnungslos. Ohne Hoffnung muss sie zur Verzweiflung, ja zur Degeneration führen. Wir nutzen dieses Argument vielfach, zu sagen, lasst uns den Zölibat verändern, dann haben wir auch mehr Priester. Ganz gängig in der Argumentation. Wir merken, dass wir eine ganz andere Ebene haben. Ein Nützlichkeitsargument, sollten wir sehr vorsichtig mit sein. Und ich will jetzt gar nicht die Gegenargumente aufzählen. Ich will nur darauf hinweisen, dass dieses Argument nicht neu ist. Wir denken ja immer, ja, unsere Situation, das ist eine solche Herausforderung nach dem ganzen Zusammenbruch, der uns ja noch begleiten wird eine Zeit lang, nehme ich an, haben wir diese Herausforderung. Ich lese Ihnen einen Text von Petrus Lombardus vor. Wir sind im 12. Jahrhundert. Er schreibt in seinen Sentenzen, solche Kleriker sind also zum geistlichen Dienst zu erwählen, die die Sakramente des Herrn würdig zelebrieren können. Denn für einen Bischof ist es besser, wenige Diener zu haben, die den Gottesdienst würdig verrichten können, als viele Unnütze, die ihm eine schwere Last sind. Die Diener Christi müssen dergestalt sein, dass sie mit der siebenfältigen Gnade des Heiligen Geistes geschmückt sind. Aus ihrer Lehre und ihrem Lebenswandel wird dieselbe Gnade anderen mitgeteilt, damit sie nicht die himmlischen Perlen geistlicher Worte und göttlicher Verrichtungen mit den Füßen eines schmutzigen Lebens zertreten. Irgendwie aktuell. Ich möchte Sie zum Schluss auf eine Situation hinweisen, die uns in diesen Wochen der Vorbereitung auf Ostern begleitet und die uns vielleicht in den nächsten Tagen, auch der Karwoche, noch einmal besonders nahe kommen wird. Es ist die Szene, da Jesus schon gekreuzigt ist und der Evangelist Johannes uns berichtet, dass dort unter dem Kreuz der Jünger Johannes steht und die Mutter Jesu. Und wir hören die letzte Verfügung aus dem Mund Jesu, indem er seine Mutter anspricht mit Frau, sieh dein Sohn. Sohn, sieh deine Mutter. Dem Jünger, den er auf ganz besondere Weise lieb hatte, gibt er die Frau zur Mutter. Und der Frau den wertvollen Jünger, der an seinem Herzen ruhen durfte, wie wir das in vielen Darstellungen sehen, wie Jesus selber am Herzen des Vaters ruht, so der Jünger an dem Seinigen. Das Bild der Nachfolge schlechthin. Diesen wertvollen Jünger übergibt er der Mutter, der Frau. Das ist ein Wort, eine Szene, die uns ganz tief mitten hineinführt in das, was wir Gott geweihtes Leben nennen. Die uns erschließt im Bild und im Wort, was Jüngerschaft Jesu bedeutet. Sein Leben Gott weihen, Jesus ganz radikal nachfolgen. Dieser Weg führt immer unter das Kreuz. Nie, nie am Kreuz vorbei. Dieser Weg führt immer an diese Stelle, wo Johannes und Maria stehen, unter das Kreuz. Aber damit nicht genug. Der Evangelist hängt noch eine kleine Bemerkung an.
Von dieser Stunde an, so sagt es unsere geläufige Übersetzung, nahm sie der Jünger zu sich. Wörtlich steht dort etwas anderes. Elaben homatetes autain eista idia steht da. Der Jünger nimmt sie in sein eigenes hinein. Das ist ein ganz starkes Wort. Der Papst macht in diesem Buch, das vor 2 Wochen herauskam, zur Passion, erleuchtet diese Stelle besonders schön aus. Dieses Wort reicht tiefer, als es nur die Situation jetzt in der Todesstunde Jesu wäre. Dieses Vermächtnis meint mehr. Deshalb redet Jesus seine Mutter mit Frau an, weil damit deutlich wird, Papst nennt das, sie ist eine korporative Persönlichkeit, mehr als Maria. Sie ist zugleich die Kirche. Der Papst schreibt, dem Jünger, der wahrhaft Jünger ist, in der liebenden Gemeinschaft mit dem Herrn, wird die Frau anempfohlen, Maria, die Kirche. Immer wieder ist der Jünger angewiesen, Maria als Person und als Kirche in sein eigenes hineinzunehmen und so den letzten Auftrag Jesu zu erfüllen. Vom Kreuz her, vom erhöhten Christus am Kreuz her, empfängt Jüngerschaft, ganz Hingabe, gottgeweihtes Leben, Berufung, den rechten Platz in der Annahme der Kirche und ihrer Weisungen. Und zwar ohne Rabatt, ohne Ermäßigung und ohne Ausverkauf, ohne Halbheit und ohne Doppelleben. Von diesem Ort aus muss Verzicht, Askese und Nachfolge gelebt werden und kann fruchtbar sein. Dieser Ort ist die Ermutigung, auch angesichts der eigenen Schwäche und oft genug des Unvermögens, gottgeweihtes Leben zu wählen und leben zu dürfen. Ein Leben, das weit über sich hinausweist. Ein Leben im Zeichen des Kreuzes, fest verankert in der Erde, hoch aufragend in den Himmel und sich ausstreckend nach rechts und links. Ein Zeugnis, liebe Schwestern und Brüder, von dem ich fest überzeugt bin, dass die Kirche nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute und in Zukunft dieses Zeichens dringend bedarf.